Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiele und Siedlerfreunde. Ja, Siegpunkt, yay. Wir sind immer noch in der Mission Kronstedt. Haben bereits 4 von 5 benötigten Siegpunkten. Sind gerade dabei für den letzten Siegpunkt die Geistlichen zusammenzukriegen. Dafür fehlt uns allerdings immer noch ein Pater. Für den brauchen wir Bücher. Und ja. Gut, das hier wird bereits aufgewertet. Gut. Hier Befestigungsausbau haben wir schon Stein. Also ja, gucken wir nach unserer Sieg. Kathedrale kann uns keiner mehr wegnehmen. Quelle der Weisheit sicher auch nicht. Sonnenkönig, ja, könnte problematisch werden. Heilige Pilgerstätte. Hm. Ja, den Bischofssitz hat sich Matthäus geschnappt. Die Metropole. Müssten wir viel industrieller werden. Oh, das ist ein sehr unschöner Ort hier. Den Weg zur Pilgerstätte. Die haben wir bereits Nein. Die haben wir nicht beliefert. Wir haben die Kathedrale beliefert. Und sie fertig errichtet. Ja. Wir warten, wie gesagt, noch auf den Rest an Bier und an Büchern. Oh. Da will unbedingt einer hierhin durchdringen. Sollten wir uns vielleicht noch ein bisschen selber verstärken? Ah, habe ich was erforscht, was den Ausbau von Gebäuden verringert? Ah, alle ausbaufähigen Gebäude werden preiswerter. Ja, Architektur. Sehr schön. So, unser letzter Geistlicher ist fertig. Das heißt, es geht los. Ja, Matthäus hat 3 Forschungen. Aber er kann nichts mehr unternehmen in der Forschung. Eine Kanone ist draufgegangen, das ist nicht gerade viel. Ja, kritisch wird's halt, wenn... Wolverine uns angreifen wird. Aber ich hoffe mal, dass wir vorher unsere Siegpunkte kriegen. Weil was wir leider nicht haben, ist die Forschung, die unsere Mauern stärker macht. Dafür haben wir aber Ballistik, also machen 33% mehr Schaden, was wenigstens etwas ist. Ein weiterer Siegpunkt. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden.
Weiter so. Und wir haben jetzt den Feldmarschall gekriegt. Ja, und gleich haben wir noch einen Siegpunkt. Dann haben wir eh so gut wie gewonnen. Exzellent. Er hat eine neue Technologie erforscht. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. So, müssen wir noch warten, bis die Kaserne ausgebaut ist. Dann können wir wenigstens drei Reiter hier erschaffen. Ah, auch wenn ich mich frage, wo Wolverine seinen 19. Soldaten hat, oder zählt sein einer General? Ach, da. Er hat gerade nachproduziert gehabt. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, nutzen wir unsere drei Pferde. Oh, das geht auch langsam das Fleisch aus, merke ich. Man hat schon gemerkt, dass Lord Wolverine in der Mission recht aktiver war als in der letzten. In der letzten hat er ja eine ganze Weile mit null Soldaten rumgedümpelt, bevor er dann endlich mal Soldaten ausgebildet hat. Und dann mit einer kleinen, aber ziemlich starken Armee sich mit Matthäus angelegt hatte. So, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sieg. Sieg, ja. Lord Wolverings Schloss. Verdammt nochmal! Alles, wofür ich gekämpft habe, ist verloren. Das habt ihr nun von eurem Verrat. Tandrien wird wieder einer angemessenen Führung unterliegen. Und unter euch ausbluten. Ich habe keineswegs derlei Absichten, die ihr mir unterstellt. Ihr vielleicht nicht, aber euer Vater. Lasst ihn da raus. Er hat nichts mit alledem zu tun. Ich alleine werde über Tandrien herrschen. Ich hoffe sehr, eure Worte sind wahr, um des Friedens willen und euch zuliebe. Ihr wart siegreich. Ja. Wolverine hat seine Niederlage anerkannt und sich seine komplette seine Uniformverzierungen abgerissen. Weil er verloren hat. So, wir haben Tandrien erobert. Das Spiel ist vorbei. Yay, Friede. Ja, von wegen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Denn wie es bereits schon gleich im ersten Video prophezeit wurde, hat Zoes Vater andere Pläne mit Tandrien. Beschreibung: Seenbach,
Ludovic ist ein starker Feind, aber diesmal werdet ihr nicht alleine kämpfen müssen. Dakorian steht euch zur Seite. Ja, toller Spoiler-Alarm. Da Ludovic sich hinter Steinwellen verbirgt, könnt ihr die Kanonengießerei oder das Weiße Schloss zu eurem Vorteil nutzen. Also ist es dieses Mal 2 gegen 1. Und wir starten. Ja, 2 gegen 1. Das hier ist eigentlich meiner Meinung nach die leichteste Mission in der Kampagne, nachdem man eben ein Imperium entsteht, also die letzte Tutorial-Mission, hinter sich gebracht hatte. Also allein schon Sturm über die Auen fand ich etwas schwieriger als Vaters Vergeltung übrigens. Und ja, 2 Stück gibt's noch. Danach. Aber gut, starten wir jetzt in die... wie viele Mission ist das jetzt? 10. Mission. Ja. Und da gibt's erstmal ein Video für uns. Vater, ich habe ganz Tandrien eingenommen. Alle Widersacher sind vertrieben. Ausgezeichnet, mein Kind. Gut gemacht. Deine Mühen sollen belohnt werden. Dies ist der Schlüssel zu deinem eigenen Schloss. Es ist gefüllt mit Schätzen und Kostbarkeiten. Aber was ist mit der Krone? Unglücklicherweise ist die Krone bereits vergeben. Bitte begrüße König Baldos. Ich bin dir unendlich dankbar, Zoe. Ich hätte meinen Thron niemals zurückbekommen ohne dich. Ihr habt mich benutzt? Schon die ganze Zeit? So ist nun mal Politik, meine Liebe. Wir haben jetzt eine Vereinbarung mit Tandrien, die, nun ja, äußerst profitabel für uns alle ist. Meine Hoheit, Dracorians Hinrichtung wird in etwa einer Stunde vollzogen. Ihr wollt diesem Spektakel sicherlich beiwohnen. Oh ja, natürlich. Danke. Ich werde da sein. Man sagt, der Feind meines Feindes sei mein Freund. Wenn ich euch freilasse, erspart ihr mir dann eure Was ist Wachen? Geschehen? Ein unglücklicher Wink des Schicksals. Ihr seid auf euren Vater hereingefallen, nicht wahr? Nun denn, das geschieht euch ganz recht. Aber was wird aus Tandrien, eurem Zuhause? Wir können nur hoffen, dass euer Vater ohne Terror regieren wird. Aber mein Vater wird nicht König, sondern Baldurus. Baldurus! Es muss immer einen Plan B geben, falls A scheitert. Ja. Wie sich herausgestellt hat, war unser freundlicher Berater die ganze Zeit der böse König, der nach dem Thron getrachtet hat. Das wird auch seine ständigen Launen erklären. Und wir sind volle Kanne drauf reingefallen. Beziehungsweise Zoe ist drauf reingefallen. Aber ja, sie hat Dracorian befreit und holt jetzt zum Gegenschlag aus. Die Nordlande. Ludovics Außenposten. Welch Beleidigung, welch Frevel! Meine Tochter wagt es, mich zu missachten, ihren eigenen Vater, den König! In der Tat, mein König, ihr Benehmen ist abscheulich. Doch ihr Plan, Tandrien zu verteidigen, ist zum Scheitern verurteilt. Ihr mangelt es ganz und gar an der nötigen militärischen Disziplin und Kampferfahrung. Und was ist mit diesem Ritter, Dracorian? Ich hörte, er ist so stark wie 100 Mann. Dracorian ist ein bewaffneter Dummkopf, der sich nicht einmal aus den Klauen eurer Tochter befreien konnte. Gegen unsere perfekten Truppen ist er vollkommen chancenlos. Euer Wort in Gottes Ohr. Ja,
Ja, Ludovic ist ein ziemlich geldgieriger Feldmarschall. Und ein ziemliches Großmaul.